Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger Deutschlands. Heute geht es um ein Thema, was sehr wichtig ist. Denn ich habe das Vertrauen in die Politik verloren und frage euch, habt ihr noch Vertrauen in die Politik oder seht ihr das so wie ich? Zu Beginn erstmal etwas Positives. Der Artikel 13 wurde erstmal abgelehnt in der EU. Wir konnten also die erste Runde gewinnen. Allerdings geht das Ganze im September nochmal weiter. Also bleibt wachsam. Vielleicht versuchen die das jetzt noch auf die heimlich im September durchzusetzen. Wir müssen auf jeden Fall uns dagegen wehren, auch weiterhin. Das ist mir ganz wichtig. Viele haben sich gestern auch gefreut, vollkommen zu Recht. Auch Pizmeet hat was gepostet. Auch ich war sehr aktiv auf Twitter und Co. unterwegs. Aber es gab auch ein Bild, was mich sehr stutzig gemacht hat. Denn Markus hier hat ein tolles Bild gepostet und mal aufgezeigt, wer so alles dafür gestimmt hat. Und da sieht man, dass die CDU und CSU auf jeden Fall für den Artikel 13 gestimmt hat. Und das macht mich doch ziemlich stutzig, dass quasi die mächtigste Partei in Deutschland sich so gegen den Bürger stellt und gegen die Leute, die bei dieser Petition auch mitgemacht haben. Also über 700.000 Leute alleine. Und das ist wirklich der Wahnsinn. Also wenn man für das Internet ist, wie es jetzt gerade ist, sollte man auf jeden Fall die CDU und CSU nicht mehr supporten. Mir kommt es so vor, als würden wir fast nur noch belogen werden, ob bei der Asylpolitik von Frau Merkel, wo Lügen erzählt werden, oder auch bei der GroKo, wo eigentlich im Prinzip keiner dafür war, aber dann am Ende kam es doch zu GroKo. Ja, wem soll man denn dann noch glauben, wenn noch nicht mal die Spitzenpolitiker einigermaßen die Wahrheit erzählen? Mir kommt das wirklich so vor, als seien die nur an ihrer eigenen Karriere interessiert und würden sich gar nicht mehr darum scheren, was den Bürger betrifft, beziehungsweise was den Bürgern wichtig ist. Und das ist dann wirklich ziemlich traurig und schade. Von daher habe ich einfach immer mehr in den letzten Monaten und Jahren das Vertrauen in die Politik verloren. Für mich persönlich sind einfach 90% der Politiker gefühlt Lügner. Und ich sage extra 90%, weil es natürlich auch genug Leute gibt, die sich im Sinne des Volkes auf gut Deutsch den Arsch aufreißen. Und die sind hier auch gar nicht gemeint, aber gut 90% der Politiker kommen mir gefühlt so vor wie Lügner. Vor der Wahl wird wer weiß was erzählt, von wegen Infrastruktur im Internet schaffen, hust, hust. Ja, vollkommener Blödsinn, wenn man dann den Artikel 13 versucht durchzusetzen, Herr Voss und Co. Das ist absolut daneben. Die komplette CDU und CSU hat bei mir aufgrund dessen jetzt auch verschissen. Die darf man nicht mehr supporten. Das ist wirklich krass, dass solche Leute heimlich während der WM sowas hier durchsetzen. Gut, dass so viele YouTuber auch darauf aufmerksam gemacht haben und versucht haben, das Ganze auch ja, zu verhindern und so viele von euch auch mitgeholfen haben. Großes Dankeschön an euch dafür. Mir kommt das, wie gesagt, einfach nur so vor, als würden die ganzen Leute nur noch versuchen, ihre eigene Macht durchzusetzen, ihre eigene Karriere voranzutreiben und gar nicht mehr im Sinne des Volkes zu agieren. Das ist zumindest meine Meinung, aber ich bin wirklich gespannt, was ihr zu dem Thema sagt.